15:05 ist sehr spät. Ah ne, einen Tag nur noch. Ist nicht spät. Da gilt es dann vielleicht doch nochmal zu überlegen. Ja, den würde ich doch gerne mitnehmen. Also, vorhin gesehen in der eigenen Mannschaft, wie viel so ein echter Stürmer ausmacht. Läuft eigentlich auf die Entscheidung hinaus, ob Brandt oder Musiala, würde ich sagen. Mal auf die Saisonstatistik. Ganz schwierig. Ansonsten haben wir hier Leute, die auf jeden Fall wichtig sein werden. Kurz gucken, was kann der Musiala im Zentrum? Da ist er nicht so stark, wird er sonst zum Teil in Echter auch mal eingesetzt. Gilt für Havertz oder Wirtz, können die auch den ZM spielen? Jetzt einigermaßen. Könnte ich wirklich überlegen, hier Emre Can noch zu Hause zu lassen. Dafür doch noch mal eine andere Offensive mitzunehmen. So, schauen wir, dass hier Fischer einigermaßen passt in der ersten Begegnung. Rechts haben wir gerade keine guten Optionen. Lauterbeck können wir noch in die Mitte bringen. Die Rechtsverteidigerposition ist ein bisschen kritisch. Auch da Hector mit einer 70 immer noch eine Option, also werden wir wahrscheinlich auch einwechseln. Werner stark. Mal Hector schon mal. Das muss auf jeden Fall bestmöglich geschont werden. Mit 2:0 stehen wir schon echt gut da. Müssten wir eigentlich durchkriegen. So, da haben wir die Option, Havertz nochmal zu bringen. Auch Wirtz. Weigel keine Gelb-Rote kriegt. Oh, der erste Sieg schon mal eingetütet. Wunderbar. Slowenien gewinnt gegen Dänemark. Kimmich können wir natürlich auch noch mitnehmen. War die ganze Zeit raus. Nehmen wir den mal für die Rechtsverteidigerposition. Und Gosens auch im letzten Spiel. Kein Tor, gar keine Chancen in der Partie. Ziemlich müder Kick. Was wir hier noch machen können. Ja, dann lasse ich bewusst noch draußen eine Auswechslung mir sparen. Leider der Ausgleich. Sonst wären wir schon gut durch gewesen, aber so haben wir es jetzt gegen Slowenien immer noch in der eigenen Hand. Trotzdem kein Tor. Vielleicht geht auch hier der Titelflug einfach weiter. Wir liegen wirklich hinten. Echt. Unbegreiflich. Ja, einfach mal entspannt ausgeschieden, würde ich sagen, denn Österreich hat mit Sicherheit gewonnen. Ja, so ist es. Also ehrlich, da weiß ich auch nicht, was bei dem Spiel los ist. Also. Ach, bester Dritter? Oder was geht jetzt hier? Mal gegen Italien ist ein hartes Los, aber. Stimmt. Können ja sogar als bester Dritter weiterkommen. Oder einer der besten Dritten. Okay, dann doch mal wieder zurück in Konzentrationsmodus hier.
Das habe ich schon komplett abgeschenkt gehabt. Dann gucken wir jetzt mal, was wir hier machen können. So. Wo werden wir jetzt? Den müssen wir da auf jeden Fall rausnehmen. Ist da wahrscheinlich auch Kimmich auf seine starke Position. So, gehen wir es an. Bin ich jetzt nicht mehr in Topform. Aber eigentlich hier auch besser aufgestellt als Italien. Aber das heißt nichts. Wir haben gerade gegen Slowenien gezeigt, wie es nicht geht. So, Sané gefällt mir hier nicht so gut, aber wir haben keine gute Alternative auf den Außen. Alle nicht so richtig in Form. Gucken, was Gosens da zu schwach auf der Position. Ja, das ist wirklich nicht gut. Auch mit Gnabry. 2-0 schon wieder. Sehr gut. Vor allen Dingen sehr gut, weil ich dachte, wir sind schon ausgeschieden. Also 2-0 gegen Italien und wir sind noch voll im Saft. Jetzt gegen Kroatien, aber hier unser Angstgegner ist zum Glück raus. 2-1 gegen Serbien. Kimmich im Zentralen hat vorhin auch gut funktioniert. Innenverteidigung können wir nicht viel machen. Müssen wir so rein und jetzt das Beste hoffen. Wird auf jeden Fall schwierig. Ausgeglichene Mannschaftsstärke. Wir waren vorhin aber auch im Finale mit Tottenham deutlich besser. Haben trotzdem leider in der Euroleague verloren. Ja, wäre bitter. Jetzt, aber wir waren eigentlich schon ausgeschieden. Zumindest ich habe gedanklich schon gedacht, wir wären mit dem dritten Platz in der Gruppe ausgeschieden. Alles jetzt hier ist Bonus, was wir spielen dürfen. Pedri leider mit dem 1-0. Spanien ist aber einfach extrem stark. Was ich mich bis heute frage, ist, ob diese Verteilung Spanien, Deutschland, Heimspiel oder nicht, ob das irgendwie eine Auswirkung hat im Code. Weil normalerweise kriegst du ja Boni für die Heimspiele. Und je nachdem, wie es hier steht, eigentlich müsste ja Deutschland ein Heimspiel haben. Das ist immerhin die EM im eigenen Land, aber ich glaube nicht, dass wir dafür einen Bonus bekommen. Und ob das bei solchen internationalen Begegnungen eventuell einen Ausschlag gibt. So, keine großen Veränderungen bei uns. Liefert echt nicht ab. So, komm. Wieder das Vertrauen geschenkt. Macht das eine Tor. Alle sind glücklich. Auch Müller liefert nicht so richtig ab. Will ich eigentlich nicht rausnehmen als Kapitän, aber mit Havertz vielleicht nochmal einen Impuls setzen. Sonst haben wir gerade mich. Und da ist immer die Vorlage von unserem Stürmer. Und der macht es auch selber. Stark gewechselt. Oh, Süle. Hä? Vorlage? Vorlage für ein Eigentor. Wird gewertet. Wird aber auch gar nicht als Eigentor gezählt. Also hier irgendein Bug wieder gewesen. Aber wir sind durch. Hier zählt es dann als Eigentor. Oi, ich hätte mir ein Finale gegen Polen gewünscht, muss ich sagen. Trotz Lewandowski, der wahrscheinlich da auch wieder irgendwie einen abgerissen hätte. Aber gegen Frankreich ist brutal, die wahrscheinlich mit der besten Gesamtstärke. Wobei,
Mbappé ist ja nicht dabei. Also da, ob wir Hector mit reinnehmen, mit seiner Führungsstärke hier für Gosens, der jetzt auch gerade nicht mehr die beste Wertung hat. Ich glaube, den Wechsel sehe ich noch ein. Ich hoffe, dass er sich nicht negativ auswirkt, aber Führungsstärke ist hier vielleicht nicht verkehrt. Mannschaftsstärke sind wir vorne, waren wir sonst auch. Finale offenbar in Dortmund. Also vor möglichst vielen Zuschauern, möglichst viel deutsches Publikum. Wir wären jetzt hier auch auf der linken Seite, also vielleicht der mögliche Heimvorteil noch gegeben. Hä? Olympiastadion in Berlin. Ja. Geile Grafik im Hintergrund. Aber gut, passt zu einem EM-Finale, dass wir dann auch in Berlin sind. Und auch da wird hoffentlich ordentlich einer abgebrannt. Ja, heute werde ich da Geschichte schreiben, so oder so, ob als Vize-Europameister oder als Europameister. Aber wir können auf jeden Fall pushen. Gehen da voll rein. 1-0 Havertz. Legende. Aber oh, gelben Karten gefallen mir nicht. Will hier nicht in Unterzahl spielen. Aus dem Grund. Ah, ich hab den nicht mitgenommen. Wollte den anderen Mann wieder in Sturm bringen. Hätte er zuletzt auch getroffen. So, aber da muss es vorne vielleicht mal Müllern. Oder Adeyemi bringen wir nach vorne, Müller dann auf rechts außen. Aber dann bringe ich doch lieber Gnabry. Etwas stärker. Mir zu knapp. Ist mir zu knapp, muss ich sagen. Havertz macht aber immer noch ein gutes Spiel, deswegen bringe ich Müller jetzt nicht an der Stelle. Ansonsten hätte ich den mit seiner Erfahrung hier sicherlich noch mal reingebracht. Vielleicht für Adeyemi vorne. Soll sich aufreiben, auch wenn er da nicht die beste Wertung hat. Vielleicht kann Gnabry vorne sogar noch besser spielen. Müller kann ja nur noch den Offensiven, ne? In den anderen Bereichen total schlecht geworden, leider. Okay, anders. Henrichs raus. Kimmich auf Rechtsverteidigerposition. Müller mit der Erfahrung hinten im Zentrum. Auch nochmal so ein Gedanke gewesen, Richtung Elfmeterschießen. Müller zu bringen. Brauchen wir aber nicht. Endlich mal ein Titel, wenn auch nicht mit dem eigenen Verein. Aber beste Voraussicht auf die EM im eigenen Land in 2 Jahren. Und vielleicht auch kleines Zeichen Richtung WM. Deutschland sitzt immer noch gut im Sattel. 1-0 gegen Frankreich. Stark, das nimmt mir keiner und kann ich auch wieder abtreten als Nationaltrainer. Titel geholt, makellose Bilanz, außer eine krasse Niederlage gegen Slowenien. Beinahe raus gewesen.